Hallo, liebe Zuschauer, wer kennt es nicht? Man ist jung, voller Energie und Entdeckerlust und dann kommt man nach Thailand, dem Land des Lächelns, der exotischen Strände und der aufregenden Kultur. Doch plötzlich passiert etwas Seltsames. Man fühlt sich älter, viel älter, als man eigentlich ist. Was zur Hölle passiert hier mit einem? Ich hatte ja in ein paar Videos schon mal angesprochen, dass ich mich vom Geburtsdatum vielleicht noch so ein bisschen von der Masse abhebe, aber gefühlt bin ich auch einer von den Rentnern, die sich hier durch Thailand bewegen. Am Anfang denkt man ja vielleicht, okay, das ist der Jetlag, wenn man hier ankommt, aber nachdem man schon ein paar Jahre hier ist, weiß man, dass es daran wohl nicht liegen kann. Aber gut, so als fast Rentner bleibt ja immer noch Zeit für ein kleines Mittagsschläfchen, also auch nicht so schlecht. Aber ich sage immer, Alter ist ja relativ und wenn es auch etwas schneller jetzt bei mir langsam zuschlägt, als ich gedacht habe, egal, ich passe mich dem Leben hier in Thailand einfach an. Merke aber auch, dass es immer noch Dinge gibt, wo ich jung, dynamisch mithalten kann, weil es gibt immer wieder Situationen, da merkt man dann doch wirklich richtig, dass man alt wird. Vor kurzem hatte ich das Vergnügen, mich mit einem unserer Zuschauer hier mal so ein bisschen länger zu unterhalten und er erzählte mir ähnliche Geschichten übers Älterwerden hier in Thailand. Und wie ihr mich kennt, habe ich dann daraus direkt mal ein Video gemacht. Damit sage ich Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Schön, dass ihr zu diesem Video wieder eingeschaltet habt. Als kleine Besonderheit zu diesem Video, ich habe das mal so ein bisschen aufgearbeitet und vor allen Dingen in der Ich-Form geschrieben, so dass man sich also so ein bisschen ja, gedanklich in den Zuschauer hineinversetzen kann, der noch ein paar Tage älter ist als ich. Und ich glaube, dann ist das eine ganz interessante Geschichte, wo sich vielleicht der eine oder andere von euch auch wiederfinden wird. Fangen wir mal an. Vor nicht ganz 20 Jahren sagte einmal jemand über mich, ich sei nicht mehr der Jüngste. Wie empört ich war. Zu Recht. Das empfand ich als echte Beleidigung. Wenn jetzt 20 Jahre später jemand sagt, ich gehöre zum alten Eisen, dann kann ich dem gar nichts entgegenhalten. Ja, ich bin nicht mehr der Jüngste, aber in meinem Herzen bin ich Ende 30. Das erinnert mich an meine Mutter, die jedem vormachte, sie würde nicht altern. Sogar mir, ihrem Sohn. Als sie 39 Jahre alt wurde, blieb sie vom Alter her einfach stehen. So ähnlich wie Oscar in der Blechtrommel, der nicht mehr wachsen wollte. Meine Mutter entschied mit 39, sie wolle nicht mehr älter werden. So geschah es, dass sie an ihrem 40. Geburtstag die erste Wiederkehr ihres 39. Geburtstags feierte. Als sie 45 wurde, war dies die sechste Wiederkehr ihres 39. Geburtstages und so weiter. In meinem Herzen mag ich wie meine Mutter 39 sein, aber ich würde niemals damit durchkommen, wenn ich sage, ich sei 39. Daher habe ich inzwischen einen kleinen Sprung gemacht und auf 49 erhöht. Wie alt bist du? Ach, ich bin 49. Du siehst aber älter aus. Echt? Wie kann das denn sein? Ja, wirklich. Merkwürdig. Dabei fühle ich mich wie 39. Na gut, lassen wir diese Barspielchen. Das wirkliche Alter tritt zutage, wenn man im Alltag unterwegs ist. Da gehe ich raus und verstehe die Welt nicht mehr. Leider muss ich das zugeben. Was heißt leider? Ich sage nur, wie es ist. Ich bin nicht mehr der Jüngste, gehöre zum alten Eisen und kann über die neuesten technologischen Entwicklungen nur staunen. Wie das alles geht, ich habe keine Ahnung. Ob ich wissen will, wie das funktioniert? Nein, eigentlich will ich es gar nicht wissen. Heute Morgen gehe ich zum Big C, weil ich dort jeden Tag Brötchen kaufe. Da ist so ein junger Langhaariger vor mir, der drei Snacks kauft. Irgend so ein Schokozeugs,
Was weiß ich. Ist das ein Frühstück? Naja, die Jugend von heute, die muss man sowieso nicht verstehen. Und die komischen Hippies erst recht nicht. Kann ja froh sein, dass der ein T-Shirt anhatte und nicht oben ohne ins Bixi spaziert ist und seine Tattoos präsentierte. Man hat ja schon alles gesehen. Jedenfalls hat der Typ mich total überrascht und abgehängt. Er bezahlte irgendwie mit dem Smartphone. Wie macht er das, fragte ich mich. Die Kassiererin fragte, ob Member oder nicht. Dann scannte sie die Nicht-Member-Ware ein und nannte den Betrag. Weniger als 100 Baht. Daraufhin zückte der Hippie sein Smartphone, machte irgendwas Cleveres und dann war bezahlt. Da konnte ich nur staunen. Als ich an die Reihe und es zur Zahlung kam, ebenfalls unter 100 Baht für meine paar Brötchen, zückte ich mein Portemonnaie, lugte hinein, ob ich einen passenden Schein fand, das war ein Hunderter, und bekam dann nach einer Weile Quittung und Wechselgeld zurück. Während die Kassiererin die Quittung ausdruckte, zählte ich, wie viel Geld noch da war, und überlegte, ob ich mir bei Dairy Queen ein iDim leisten sollte. Nun, im Grunde gibt es da nie etwas zu überlegen. Zu denken gab mir die ganze Geschichte schon. Hier war der Unterschied zwischen alt und jung deutlich zu sehen. Da war der Hippie, der vom Aussehen aber nicht vom Alter her, aus den 60ern übrig geblieben war. Aber er war weiter als ich, der ich Woodstock miterlebt hatte. Auf dem Rückweg vom Big C komme ich immer an einem Straßenstand vorbei, an dem eine ältere Dame ihre Sachen verkauft. Suppen und Würstchen, Klebereis und hartgekochte Eier. 3 Eier für 20 Baht. Die kaufe ich immer, wenn ich Brötchen hole. Da ich das schon so oft gemacht habe, brauchen wir gar nicht miteinander reden. Ich tauche auf, sie packt 3 Eier in eine pygmäenartige Plastiktüte. Ich gebe ihr 20 Baht, damit ist der Kaufvertrag erfüllt. Seit einiger Zeit steht in der Mitte des Tisches ein weißes Schild mit merkwürdigen schwarzen Zeichen. Das ist ein QR-Code, ließ ich mir sagen, was auch immer das heißen soll. Bei QR fällt mir höchstens Querdenkerregieren ein. Schön wär's oder Quotenfrauen raus. Das würde mir noch besser gefallen. Mittels QR-Code kann man Geld von einem Konto auf ein anderes überweisen. Ich scanne mit meinem Smartphone den Code, gebe 20 Baht ein und dann hat die ältere Dame 20 Baht mehr auf ihrem Konto. So oder so ähnlich funktioniert es wohl, vermutete ich. Und diejenigen, die die Konten verwalten, wissen ganz genau, dass ich an diesem Tag um jene Uhrzeit bei der älteren Dame für 20 Baht etwas gekauft habe. Na wunderbar. Falls ich mal ein Alibi brauche. Umgekehrt wissen die Steuerbehörden, dass die ältere Dame 20 Baht Umsatz gemacht hat. Schöne neue Welt. Es lebe das Bargeld, kann ich da nur sagen. Was waren das für Zeiten, als es außer Kreditkarten kaum bargeldlose Zahlungen gab und man immer ein paar Scheine im Portemonnaie haben musste. Als ich einmal mit meiner Freundin in einem Restaurant, unserem Stammladen, essen ging, bestellten wir und aßen in aller Gemütlichkeit. Erst dann merkte ich, dass das Geld nicht für die Rechnung reichen würde. Da wurde mir gleichzeitig heiß und kalt. Ich habe mich sofort auf den Weg gemacht, um einen Geldautomaten zu finden. Die gab es reichlich. Aber damals wurden die gegen 20 oder 21 Uhr alle abgeschaltet und rückten kein Geld mehr raus. Unverrichteter Dinge kehrte ich ins Restaurant zurück. Das Geständnis gegenüber der Bedienung, wir könnten die Rechnung nicht zahlen, werde ich nicht vergessen. Es war ja alles möglich. Einteilung zum Küchendienst, Teller waschen, bis hin zum Anruf bei der Polizei wegen Zechprellerei und einem unangenehmen Aufenthalt in einer Zelle. Na immerhin hatten wir lecker gegessen und waren satt. Wir würden im Gefängnis erstmal nicht verhungern. Da wir Stammgäste waren, war die Geschäftsführung sehr kulant und meinte, wenn wir am nächsten Tag zahlten, wäre das auch in Ordnung. Wahnsinn, nochmal Glück gehabt. So viel Glück hatte ich nicht,
als kürzlich einer meiner Freunde einen Notfall hatte und mich bat, ihm 5000 Baht zu überweisen. Ich hatte das Geld in Bar da und dachte, es sei eine gute Idee, es auf sein Konto einzuzahlen. So etwas hatte ich noch nie gemacht und ich schwöre Stein und Bein, ich werde so etwas nie wieder tun. Heißt es offiziell nicht, man müsse nur seine Daten angeben, wenn man Beträge über 20.000 Baht einzahlen wolle? Nein, der gläserne Bürger ist real. Man will wohl schon ab einem Baht einen Nachweis. Ich bin zu einem Geldautomaten, bei dem auch Bargeld eingezahlt werden kann. Dann begann das Abenteuer. Ich wurde aufgefordert, meine Pass- und meine Telefonnummer anzugeben. Ich brach die Aktion ab, fuhr erstmal wieder nach Hause, um mir meine Passnummer zu notieren. Zurück zum Geldautomaten. Erst als ich wieder vor dem Gerät stand, dachte ich mir, ich hätte den Pass vielleicht besser mitgenommen. Möglicherweise wollen die den Pass scannen und das Passbild mit der Visage vergleichen, die vor dem Geldautomaten stand. Doch das war zum Glück nicht der Fall. Es reichte die Passnummer. Die Telefonnummer wollten die, weil die einen Code per SMS schicken, den ich dann bei der Bareinzahlung angeben musste, damit die Einzahlung überhaupt vonstatten gehen konnte. Ist das die Welt, in der ich groß geworden bin? Nein. Ist das die Welt, die ich mir erträumt habe? Nein. Was immer die machen oder versuchen zu machen, ich werde auch in Zukunft mein Portemonnaie zücken und alles in Bar bezahlen, soweit das möglich ist. Denn Bargeld ist ein Stück Freiheit. Wer diese Freiheit nicht sieht oder sie aus Bequemlichkeit preisgibt, der kann einem nur leid tun. Denn nur Bares ist Wahres. Ja, dem schließe ich mich natürlich uneingeschränkt ein. Also solche Geschichten passieren einem sicherlich nicht nur in Thailand, nicht nur in Pattaya und nicht nur, wenn man langsam älter wird, weil die technologische Entwicklung einen jedes Mal überholt. Und wenn man sich an bestimmte Abläufe, bestimmte Prozesse gewöhnt hat, Dinge, die man jeden Tag oder jeden Monat macht, dann plötzlich doch wieder ganz anders funktionieren. Und einen auch niemand erklären kann, warum sie jetzt plötzlich anders funktionieren, ja, dann könnte man auch selbst in jungen Jahren ins Schwitzen kommen. Liebe Zuschauer, ich hoffe, diese kleine Geschichte hat euch gefallen. Wenn ihr solche und ähnliche Formate aus Thailand mögt, abonniert doch gerne unseren Kanal, liked das Video, teilt das Video. Eure Erfahrung zum Thema Älterwerden, Digitalisierung und sonstige Erlebnisse, die ihr hier in Thailand habt, schreibt sie uns gerne unten in die Kommentare. Hier blenden wir euch ein weiteres Video ein, das ihr euch gerne anschauen könnt. Damit sage ich danke für eure Zeit, danke für eure Aufmerksamkeit und tschüss, bis zum nächsten Video auf diesem Kanal.